Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von die 24 Stunden von Le Mans auf der PlayStation 1. Ich bin immer noch erkältet. Darum werde ich sehr viel husten heute. Ich hoffe, es ist nicht so schlimm. Ich habe euch auf jeden Fall vorgewarnt. Wir wählen jetzt den... Ja, es fängt schon an. Ihr hört schon. Scheiße, noch eins. Okay, ich denke, wir fangen heute mit dem Zeitfahren an. Zwar auf Profi. Und dann gleich mal ein GT2 Cup. Habe ich nämlich noch nicht gemacht. Und auch hier habe ich Ihnen nur zwei Wagen zur Verfügung. Wähle ich eben den Augusta und ja, schauen wir mal. Auf geht's nach Musan. Ich denke, es werden drei Runden sein. Also deutlich kürzere Rennen. Es kann also gut sein, dass ich nur noch zwei Teile daraus mache. Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall, wir sind jetzt da. Kann auch keine Einstellung treffen. Los geht's. Erster ist ein Konrad Motorsport mit der 70. Dann nochmal eine mit der 73. Aber auf dem steht die 71. Dann die Chamberlain Engineering mit der 55. 56. Dann ein Team Augusta mit der 59. Markus mit der 52. Dann noch einer mit der 53. Und dann noch meiner mit der 60. Oh, ein böser Crash! Zumindest muss ich mir jetzt keine Sorgen mehr machen um Unfälle oder um Drehzahl oder um was auch immer. Gibt nämlich keinen Schaden hier. Erstens das Zeitlimit muss ich beachten. Oh, ein böser Crash! Ja, ein bisschen ungestüm. Gibt's halt eben. Heute ist übrigens der 20. März, das heißt, das erste Formel 1 Rennen der Saison ist schon wieder Geschichte. Er fährt einfach fantastisch! Er ist unter den ersten dreien. Das Qualifying hat natürlich schon mal für große Aufregung gesorgt. Das neue System hat sich überhaupt nicht bewährt. Die erste Phase war zwar noch einigermaßen spannend. Wow, das nenne ich fahrerisches Können. Er ist von der Piste abgekommen. Doch es hat viele Leute... Es hat einige Leute getroffen, die eigentlich schnell hätten fahren können. Naja, die erste Phase ging gut, die zweite Phase konnte man schon ein bisschen erkennen, dass die... Was für eine Leistung, er ist in Führung gegangen! Und nur am Anfang. Wenn man seine Zeiten verbessern wollte, müsste man schon recht früh rausgehen. Oh, ein böser Crash! Naja. Eben, man müsste recht früh rausgehen, irgendwie schon 3 Minuten vorher und naja, man wusste damals schon nicht. Er ist von der Piste abgekommen. Wie es dann funktioniert. Oder man wusste damals halt einfach. Ich glaube, sogar die FIA hat es falsch beschrieben, wie das Qualifying funktioniert. Also hatten vor allem in der ersten, aber auch in der zweiten Phase hatten die Fahrer kaum eine Chance, sich gegen diesen K.O.-Modus zu wehren. So kam es in der zweiten Qualifikationsphase so, dass sagen wir mal, der 15. ist ausgeschieden, dann sind alle anderen bis zum 12. Platz auch gleich in der Box geblieben und haben gar nichts weiteres getan. Also, naja. Traurige Sache sowas. Er fährt einfach fantastisch. Und Q3 war noch schlimmer, da haben alle eine Zeit auf dem Reifen
gesetzt. Er ist von der Piste abgekommen. Und außer Mercedes hat es dann jedes Team bei einem Versuch belassen. Mercedes hat dann eben noch den zweiten Versuch ausgepackt, hat 18. Vorsprung gehabt auf Ferrari. Nicht so viel, wie man es hätte denken können. Auf jeden Fall, das Rennen war schon um einiges besser als das Qualifying. Am Start sind die beiden Ferraris schon mal davon geprescht, die Mercedes hatten Schwierigkeiten. Dann kam ein Unfall für Ferrari, leider zur vollkommen falschen Zeit. Das hat ein bisschen ihre Strategie ruiniert. Aber so ist's halt. Kann passieren. So, also. Augusta, Chamberlain, Konrad, Konrad, Chamberlain, Marcos, Augusta, Marcos. Gut. Nächstes Rennen. Diesmal kann ich auch die Chamberlain auswählen. Mache ich auch gleich. So, Arnage. Ich habe leider ganz vergessen, wie dieses Format hier mit dem Zeitfahren Pokal, Pokal. Ich weiß nicht mehr genau, wie es funktioniert. Ich weiß einfach, ich schalte immer wieder neue Autos frei, die dann hilfreich sind. Und jetzt fahren noch die beiden Zirtec mit 48 und der 49 mit. Das ist nicht interessant. Wow, das nenne ich fahrerisches Können. Schon mal Platz 5, das ist gut. Er fährt einfach fantastisch. Ah, verdammt. Das hat jetzt Zeit gekostet. Er ist unter den ersten dreien. So gut. Letztens habe ich ja... Oh, ein böser Crash. Ach ja, das Rennen ist dann wieder so ausgegangen, wie es immer ausging. Bei Mercedes vorne, Vettel dritter, Kimi ist mal wieder ausgeschieden. Dafür konnte er nicht, der Motor ist abgefackelt. Und wenn der Motor dann nicht mehr brauchbar ist, dann ist es natürlich ziemlich blöd für Kimi, dann hat er nur noch 4 Motoren zur Verfügung für 20 Rennen. Könnte zwar trotzdem aufgehen mit den Motoren, aber ich denke, er müsste dann schon relativ früh einen zusätzlichen Motor buchen und naja. Seine Meisterschaftschancen sind jetzt schon relativ bescheiden. Oh, da muss ich auf das Zeitlimit aufpassen. Viel Zeit habe ich da nicht. Jedenfalls war das Rennen spannend, auch wenn es wieder die gleichen auf dem Podest gab. Und ich bin auch froh, dass dem Alonso und dem Gutierrez es gut geht. Die hatten nämlich, also Alonso auf jeden Fall, einen ziemlich krassen Crash. Jetzt das neue Qualifying-Format ist schon wieder abgewählt. Er fährt worden. Einfach fantastisch. Und nächstes Mal wird wieder nach altem System gefahren. Ich hätte es im neuen System doch noch eine Chance gegeben. Aber so geht's auch. Warum nicht? Ich denke, das Problem am neuen Qualifying-Format ist nämlich nicht schlecht. Nicht per se. Das Problem ist halt einfach mit den Reifen. Die Pirelli-Reifen, die halten eben nicht sonderlich lange. Was ja auch Sinn und Zweck von der Vorgabe von Bernie war, dass die Reifen eben nicht lange halten. Oder zumindest nur eine schnelle Runde zulassen. Und ich denke, dann
mit der freien Reifenwahl, wo weichere Reifenmischungen erlaubt als noch letztes Jahr, inklusive eben diesem neuen Qualifying-System, kann es einfach nicht gut kommen, weil da überschneiden sich zwei eigentlich nicht so schlechte neue Regeln miteinander, so dass eigentlich beide Regeländerungen sich gegenseitig ausschalten, also gegenseitig sehr beeinflussen. Das ist eigentlich schade. Ich denke, würden die Reifen haltbarer sein, dann könnte dieser Qualifying-Modus doch sehr viel Spannung beinhalten. Naja. Jetzt haben wir noch den Rook mit der 65. Der Rest ist gleich. Was soll das denn geben? Selbst schuld. Ach ja, und Haas Racing hat gleich beim ersten Rennen Punkte geholt mit dem Grosso. Sie sind 60. geworden. Ein 6. Platz ist sehr, sehr gut. Das heißt eigentlich so viel wie, dass sie selbst Oh, das war böse. Alter. Die Boxencrew wird alle Hände voll zu tun haben, das wieder in Ordnung zu bringen. Das heißt eigentlich, dass es sogar vor 15 Jahren, als es nur für die ersten 6 Punkte gab, sogar bei diesem Regularien hätten sie Punkte geholt. Das ist wirklich eine großartige Leistung. Gut, das Qualifying für sie lief nicht sonderlich gut. Die beiden vorletzten Plätze, also 1920, das nenne ich fahrerisches Können. Rang dabei raus, Grosjean ist dann vom Platz 19 raus. Er fährt einfach fantastisch. Offenbar sehr gut gestartet. Hat sich nach vorne gekämpft. Dann mit dem Safety Car natürlich sehr viel Glück gehabt, weil dann die Reifen gewechselt hat. Also gleich die Reifen wechseln durfte und dadurch schon viele Plätze gut gemacht hat.